Und ich hoffe, diesen Service, den hatten Sie auch in vollem Umfang in Ihrem Sommerurlaub oder haben ihn noch. Denn manchmal und an manchen Orten ist das ja so eine Sache. Vor diesem Campingplatz hier in Italien zum Beispiel, da ist nach der langen Fahrt über die Alpen vor dem Warten auf den perfekten Stellplatz. Und das Ganze, Sie sehen schon, das kann auch schon mal Tage dauern. Stau vor dem Campingplatz. Sie freuen sich auf ein paar schöne Tage am Strand. Jetzt heißt es erstmal geduldig auf den nächsten freien Stellplatz warten. Alle Campingplätze an der Adria sind voll und so bilden sich gleich hinterm Zaun lange Warteschlangen. Bis zu 2 Nächte vor der Tür, damit müssen die Touristen in diesen Tagen rechnen. Wir sind gestern um 6 angekommen, gestern Abend. Das sind jetzt also, kann ich gar nicht rechnen, 15 Stunden. Und bewegt sich was, oder? Seit gestern Abend um 10 nicht mehr. Da stehen wir hier und warten, dass es weitergeht. Das ist so. Das gehört dazu. Letztes Jahr waren wir draußen auf der Wiese eine Nacht, ne? Wir hatten auch schon mal 2 Nächte, draußen eine Nacht hier. Macht Spaß. Es geht immer nur meterweise Richtung Eingang. Familie Rauscher ist mit dem Luxusreisemobil der Schwiegereltern unterwegs, steht schon viele Stunden vor dem Tor. Seit gestern Abend um 10. Wie nervig ist das? Aber wir kennen es schon, wir waren schon ein paar Mal hier. Also von daher, es lohnt sich aber trotzdem immer wieder. Nur wenn ein Gast abreist, darf der nächste rein. Für Familie Rauscher könnte es in einer Stunde soweit sein. Jetzt dürfen sie in die Schlange Richtung Eingang. Auch die Kinder Maja und Julian möchten endlich auf den Campingplatz. Ein bisschen anstrengend und langweilig. Der Platz Marina di Venezia liegt direkt am Mittelmeer. Hier gibt es rund 4000 Stellplätze. In der Hochsaison machen hier so 12 bis 15.000 Menschen Urlaub. Vor der Tür noch keine Entspannung. Wer nicht reserviert hat, muss warten. Hier stehen kurz vor Mittag noch etwa 100 Gespanne und Reisemobile. Platzmanager Max Battaglio versucht durch gute Informationen die Lage in den Griff zu bekommen. Also das ist jetzt schwierig zu sagen. Ja. Bis 12 Uhr ist das Kassabüro geöffnet und dann wissen wir, ob genügend Platz ist für alle, die hier in der Warteschlange sind. Sonst am Nachmittag, natürlich am Nachmittag fahren weniger los, aber da müssen wir halt sehen, was am Nachmittag dann passiert. Nach gut 16 Stunden Wartezeit darf die Familie von der Schwäbischen Alb mit dem Luxusreisemobil endlich zum Check-in rollen. Ja, das sind wir gewöhnt. Geht schon. Jetzt hoffen wir, dass wir hier jetzt von uns eingewiesen werden. Dann können wir aufbauen. Ein bisschen Geduld braucht man. Auf jeden Fall. Wir sind doch im Urlaub. Wir haben Zeit. Wir sind im Urlaub. Das wird eng. Nur knapp passt der 10 Meter Superliner auf den Stellplatz. Zu allen Seiten haben die Nachbarn schon aufgebaut. Das ist wunderbar. Das ist ja Platz ohne Ende. Da haben wir schon engere Plätze gehabt. Kein Problem. Alles gut. So, jetzt sind wir da. Das ist Luxuscamping. Nicht nur die Trittstufe fährt hier automatisch aus, auch die Stützen unter dem Fahrzeug bringen alles auf Knopfdruck in die Waage. Drinnen finden 2 Erwachsene und 2 Kinder in getrennten Räumen locker Platz. Auch Küche und Wohnraum mit allem Komfort. Ist schon Luxus. Also, aber was ich trotz allem nicht möchte, in ein Schlechtwettergebiet. Also, dass man sich den ganzen Tag hier drinnen aufhalten müsste, wäre dann doch etwas beengt. Trotzdem Komfort und allem. Es ist doch gut, dass ich das Leben draußen. Der Generationswagen. In der Warteschlange warten auch Peter und Yvonne Schulze nun schon seit einer Nacht auf Einlass. Ihr Wohnwagen ist knapp 40 Jahre alt. Yvonne Schulze hat den Anhänger von ihren Eltern übernommen. Es ist einfach, wenn wir hier runterkommen, das ist wie heimkommen. Ja, das ist so. Und wir waren früher die ganze Familie, also die ganze Verwandtschaft, waren alle mit dem Wohnwagen hier unten in der, also eine Straße komplett, die ganze Verwandtschaft. Und das waren wunderschöne Urlaube. Das sind Kindheitserinnerungen und das, ja, will man nicht missen. Glück kurz vor der Mittagspause. Ehepaar Schulze darf gleich auf den Campingplatz vorrücken. Endlich gibt es den begehrten Aufkleber. Mit Begleitung eines Platzmitarbeiters geht es für die Heidenheimer zur Parzelle. Jetzt zu mir. Das gehört dazu, ja. Der Wohnwagen ist mit Hilfe der Nachbarn
flott an Ort und Stelle. Doch der Aufbau wird bei den Campingfans hier viele Stunden dauern. Denn auch ein Vorzelt lagert noch im Wagen. Die Freiheit, wir haben es vorhin draußen geschwätzt, das ist einfach, man muss sich abends nicht richten, um irgendwo im Hotel essen zu gehen. Man isst, wann man will. Nein, es ist Freiheit. Es ist einfach schön. Ich bin aufgewachsen mit Camping und es ist meine Welt. Die Luxuscamper haben nur die Markise ausgefahren und ein paar Stühle rausgestellt. Jetzt müssen sie nur noch den Weg zum Pool finden. Rein theoretisch, das müsste unser Weg sein. Und dann müssen wir irgendwo hier. Ja. Das müsste irgendwo das Ding sein. Gut, die Wege jetzt von hier zum Strand, das ist natürlich schon weit. Aber einmal am Tag, dann geht dann schon. Wird schon gehen. Ehepaar Schulze sieht am ersten Urlaubstag nichts von der Anlage. Ihr Aufbau am 40 Jahre alten Wohnwagen dauert länger als 6 Stunden. Erst am frühen Abend steht die Basis für 17 Tage Urlaub in Italien. Hier wird gekocht. Da ist alles eigentlich schon gewürzengriffbereit. Hier haben wir Kühlschränke. Wird gekühlt. Hier kommt noch nachher Wasservorrat hin. Ja, und drinnen wird eigentlich nur geschlafen. Auch nachts noch Schlange stehen für ein paar Tage Camping in der Sonne. Vielleicht dürfen diese Urlauber ja morgen auf den Platz und die Ferien am Strand können endlich beginnen.